Geschätzter Herr Präsident. Erster Redner ist der Tierschutzsprecher der FPÖ, Josef Riemer. Kollege Weigersdorfer, dass ihr es geschafft hat, einen Antrag ins Parlament einmal zu bringen, der mit Tierschutz zu tun hat. Ja, wenn man den Antrag anschaut, da steht drinnen, das Bundesministerium für Gesundheit wird ersucht, die Tierhaltungsgewerbeverordnung dahingehend abzuändern, dass der Verkauf von Hunde- und Katzenwelpen in Zoofachhandlungen endgültig verboten wird. Wir haben das sehr interessiert und interessant diskutiert im Ausschuss. Was schreibt sie denn da drinnen? Zum einen, was die Zoohandlungen angeht und die Züchter, und sie stellt fest, dass wenn die Tiere von Züchtern einfach gesund sind und die Krankheiten von Zoohandlungen eher Krankheiten auftreten. Das heißt also auch, dass die Tiere entweder zu früh, gar nicht oder zu spät geimpft werden. Kann man sagen, wenn man mit Tierärzten spricht, ja, das stimmt. Sie spricht davon, von der Enttäuschung vieler Menschen, die also dahingehend meinen, wenn sie also ein krankes Tier haben, das Leid vom Tier zum einen, zum anderen auch in den Familien, das Geld, was sie investieren, das ist natürlich immer ein Trauerspiel. Sie bedauert weiterhin, dass die 8-Wochen-Frist oft nicht eingehalten wird und dass manche Zoohandlungen die Tiere vorschriftswidrig veräußern. Mit Rücksprache von Tierärzten, ja, stimmt. Kann man also auch nur unterschreiben. Und da ist es natürlich so, dass sie es bedauert, dass das Gesetz von 2008 abgeschafft wird. Jetzt würde man sagen, was ist denn eigentlich bei diesen Tieren und Welpen so Besonderes dran? Naja, weil man müsste mal sehen, den Hund als Wirtschaftsfaktor. Wenn man sich ausrechnet, dass diese jahrtausendalte Freundschaft natürlich mit diesen Tieren dahingehend sich darstellt, dass man ausrechnet, es gibt ungefähr 560.000 Hunde in Österreich, jeder mit einem Aufwand von 1.000 bis 1.500 Euro macht 680 Millionen Euro im Jahr aus, was hier ausgegeben wird. Wenn man ausrechnet, dass beinahe 1 Million Österreicher mit Hunden in einem Haushalt dazu lebt, dann muss man sich auch hier wieder etwas vorstellen, dass die Hunde halt bei Verkaufsentscheidungen überall dabei sind. Insgesamt, wenn man das Plädoyer nimmt von der Frau Kollegin Königsberger-Ludwig, die wirklich ein ganzes Plädoyer über diese Blindenhunde, Signalhunde, Assistenzhunde gebracht hat. Jetzt könnte man erwähnen, Spürhunde, man könnte das nehmen, von der Polizei, Bundesheer, 11.000 spezialisierte Hunde gibt es dafür, bitte Ausbildungskosten 9,5 Millionen Euro. Das bedeutet also in weiterer Folge, wenn man C.G. Jung nimmt und Sigmund Freud zitiert, ein Land, was Tiere für alte Menschen, für Kinder, emotionale Bindung etc. darstellen, entspricht einem Wert von ungefähr auch hier 600 Millionen, kann man sagen, das Hundegeschäft macht im Jahr 1,2 Milliarden Euro ab. Das ist schon abgezogen, was sich durch Bisse machen und was die Gesellschaft für Tierheime einzahlt. Und da muss ich sagen, die Kynologen sagen, bitte, die Tierhandlungen sind nicht geeignet. Zum anderen, die Tierschutzverbände sagen das und die Tierschutzombudsstelle schließt sich dem auch an. Und ich glaube ganz einfach, Tiere sind keine Ware, sind fühlende Lebewesen. Es zahlt sich aus, öfter damit zu reden. Hunde als Wirtschaftsleister, Hunde als Hilfesteller. Danke. Tiere sind keine Ware, betont Josef Riemer, erster Tierschutzsprecher der FPÖ.